es ist auch ein Gefühl, dass Menschen glauben, sie sind in Regionen und sind nicht mehr angeschlossen. Und dieses Nicht-Angeschlossen-Sein, das spiegelt sich dann wieder, zum Beispiel in der Versorgung mit Internet, zum Beispiel in der Anbindung an die Verkehrsstruktur. Eisenbahnstrecken sind in Größenordnung stillgelegt worden. Aber es muss normal sein, dass ich an jeder Milchkanne, um Frau Karliczek zu widersprechen, muss selbstverständlich Empfang sein. Wenn ich jetzt gleich zu mir in den Norden fahre, nach Mecklenburg-Vorpommern, weiß ich, dass auf der Strecke der Handyempfang alle naslang wieder unterbrochen wird. Und das geht nicht.